Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin der Andreas und ihr heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren DLC von Shadow of the Tomb Raider und zwar Heul der Affengötter oder auch The Nightmare und jetzt wollen wir das Ding ja gleich mal ohne groß Sabbeln starten. Ich sage dir, Uchu, ich habe noch nie gehört, dass jemand an Land von einem Piranha gebissen wurde. Es war ein sehr wütender Fisch. Na klar. Hey Lara. Was macht ihr zwei da? Wir tauschen Narbengeschichten aus. Jonah sagt, dass du auch welche hast. Aber ohne Geschichten. Ich bin nur unvorsichtig. Das habe ich von meinem Cousin, Eli. Das ist von deinem Cousin? Redet ihr noch miteinander? Er war nicht wirklich mein Cousin. Er war ein Wurm, den ich... Vielleicht musste man dabei gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Und was ist mit dir? Das sieht nach einer ziemlich guten Geschichte aus. Was ist passiert? Ein sehr altes Rezept. Bei so einem Rezept würde ich lieber verhungern. Es war nicht so ein Rezept. Es war für eine Waffe. Ah, was für eine Waffe? Der weiße Atem, ein Gift, das man tief in der Wildnis findet. Es würde unsere Anzahl verdoppeln, ohne einen Mann hinzuzufügen. Ideal für die Rebellion, um Amaru und seine Armee zurückzuschlagen. Was ist denn passiert? Es ging schief. Hast du es nicht gefunden? Nein, mein Freund, ich war nicht würdig. Um das Rezept des weißen Atems zu meistern, musst du den Pfad der Angst beschreiten. Ein gefährlicher Ort voller schrecklicher Dämonen. Glaubst du, der weiße Atem könnte Rebellenleben retten? Viele, aber diese Hoffnung ist verloren. Ich kann nicht zurück. Zu gefährlich. Und wenn ich mit dir gehe, wir können das Rezept des weißen Atems zusammenholen. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber der Pfad der Angst muss allein bewältigt werden. Dann gehe ich. Das kann ich nicht von dir verlangen. Hast du nicht. Ich biete es an. Nein. Lara, vielleicht ist das keine Sache. Uchu, ich kann helfen. Bitte, lass mich gehen. Nimm den Weg durch das Wasser unter dieser Höhle. Er führt dich in die Wildnis. Dort bist du auf dich gestellt. Gut. Ja, durch die Höhle unter Wasser. Na, dann wollen wir mal. Ja, gut. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich jetzt hier entlang muss. Ah ja doch, hier ist richtig. Oh oh. Gut. Alles klar, da in die Richtung muss ich, da muss ich hier gleich wieder schwimmen. So, ansonsten ist hier aber nichts. Gut, dann schwimmen wir mal weiter. Hier vielleicht etwas? Nee, gut. Weiter geht's. Warum komme ich jetzt hier nicht hoch? Muss ich vielleicht hier entlang? Ja.
Okay, aber... ja, gut, da muss ich mal gucken. Da muss ich erstmal hier rauf und dann wieder rüber. Alles klar. So. Alles klar, so weit so gut. Okay. Ah, Kacke. So, dann probiere ich jetzt hier nochmal mein Glück. So, ja, mal gucken jetzt mal, dass ich jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen vorwärts schwinge und rückwärts. Aber das Wasser, das ist auch kristallklar, ne? So, dann mal gucken, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich gehe mal davon aus, hier hin und dann jetzt hier hin. Und dann geht es hier irgendwie weiter. Alles klar. Gut, jetzt hänge ich hier unter der Decke. Oh Mann, was für eine... Was für eine geile Aussicht, Leute. Guckt euch das hier mal an. So, aber bevor ich da jetzt reingehe, muss ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwas zum Einzacken. Ne. So, jetzt haben wir die große Frage. Wo komme ich? Ah ja, es geht da jetzt hier irgendwie weiter. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt mal hier rüber. Ah ja, wunderbar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Pfad der Angst, also... Das kann nicht der Pfad der Angst sein. Ich muss mich... Hallo? Kannst du mich hören? Ach, gut, alles klar.
Sie ist wieder zu Hause, ne? Das muss in ihrer Erinnerung. Warum gibst du dich mit nichts zufrieden? Mama! Gut, dann funktionieren, ja, funktioniert noch. Aber ich kann jetzt hier wohl... sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwas machen könnte. Gucken wir uns das hier mal an. So, gehen wir mal hier entlang. Gut. Ich habe ja keine Waffen. Kein nichts. So, was passiert denn jetzt? Da bollert doch irgendeiner an der Tür herum. Okay, die machen wir aber jetzt noch nicht auf. Ich will jetzt erstmal wissen, ob hier noch etwas anderes gemacht werden kann, denn dass die Figuren sich hier bewegen, das finde ich ein klein wenig beunruhigend. Gelinde ausgedrückt. Okay, gut, hier kann man auch nicht viel machen. Nee, dann machen wir jetzt nochmal die Tür auf. Hier ist ja auch nichts. Sonst machen könnte, also machen wir jetzt einfach die Tür auf und dann mal sehen, was passiert. Natürlich komme ich jetzt nicht wieder zurück, aber ist auch egal. Oh, das sind irgendwelche Erinnerungen. Das war der Tod der Mutter. Da in der vorigen Erinnerung haben sich wohl die Eltern gestritten. Oder war das vielleicht auch Lara, als sie klein war, aber sie konnte jetzt nicht so erkennen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das war... Ach du Scheiße, das ist jetzt los. Ich schwimme jetzt einfach mal auf das Licht zu, in der Hoffnung, dass das richtig ist. Okay.
immer weiter. Das ist eklig. Ach, hier ist der zweite Teil. Ach du Scheiße, jetzt auch noch die Kämpfe hier. So, was ist das jetzt hier eigentlich? Kann man das auch kaputt machen? Okay, man sollte also nicht allzu dicht dran stehen, wenn man darauf ballert. Schnell bitte! Ich habe eine Scheiße! Jonah! Da hätte ich aber vorher dran denken können, ne? Aber mal gut, dass ich unendlich Munition habe. Habe ich ja keine andere Knarre? Die ich nehmen kann. Maschinengewehr oder so. Granatwerfer, Raketenwerfer, irgendetwas. So, nein, gut, kann ich. Warum haben diese... Warum habe ich keine bessere Waffe? Die haben Maschinenpistolen, ich nicht. Wir schießen als auf mich. Wo ist er denn? Echt? Wo seid ihr denn jetzt hier, Mixer? So, wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich jetzt gar nicht. So, aber warum geht die Heilung jetzt nicht vonstatten hier? Lara!
Ach, Kacke! Aua. Okay. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang, wo das Spiel angefangen hat. Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Ach. Ja. Ich hab Angst. Ich Jonah! Jonah! Scheiße, ey. Warum hast du mich hergebracht, Lara? Warum tust du mir das an? Das darfst du nicht tun. Ich hab dich, Jonah. Bitte, halte durch. Komm schon, stirb nicht, bitte. Jonah, bitte. Komm schon, Jonah. Du weißt, was du zu tun hast. Weiter. Tu es! Was? Was? Der Schmerz. Beende ihn. Ich habe keine Schmerzen. Egoistin. Ihr Schmerz, nicht deiner. Die Leben, die du vernichtet hast. Und es kommen noch so viele. Du zerstörst, was du berührst. Kleiner Krebs. Kleiner Tod. Kleine Hexe. Ich würde nie... Sie sind meine Freunde. Sie sind alle... Tod oder verdammt. Du weißt es, spürst es. Du bringst Unglück, Lara. Kannst das Leben nicht bewahren. Erst deine Mutter, dann dein Vater und jetzt deine Freunde. Nein! Hey, ich bin's, Jonah. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Sei Dank. Sie hat's geschafft. Sie ist okay. Gut gemacht, Lara. Du hast dich als würdig erwiesen. Jetzt musst du das Tal der Affengötter betreten und den weißen Atem holen. Affengötter? Meinst du die Zwillinge? Hunahan und Hunshiven? Ja. Sie sollen das Rezept für den weißen Atem erfunden haben, um Rache an den Brüdern zu üben, die sie verwandelt haben. Okay. Ich... Ich gehe aber nicht davon aus, dass ich jetzt hier entlang muss. Ah, nein, da muss ich entlang. So, dann wollen wir mal weitergehen. Ja, immer durch da. Hunahan und Hunshiven müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. So. Hm. So, dann laufen wir mal weiter. Ja. Ganz ruhig hier, ganz ruhig hier. Nur keine Hektik. Ups, das war jetzt so nicht beabsichtigt.
So, hier entlang. Das Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. So, dann gehen wir mal weiter. Hier unten entlang, immer schön brav hier. So. So, und dann hier rüber. So. Dann springt man hier rüber. So, dann krabbelt man hier mal hoch. Hier fällt alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. So, dann kann man hier nochmal ein bisschen Punkte einsammeln. So, und von hier aus gibt es dann jetzt zwei Wege. Einmal hier entlang, um weiterzukommen. Das ist in meinen Augen aber der umständlichere. Es ist in meinen Augen einfacher, wenn man einfach hier entlang geht. Ich ziehe hier die Seilrutsche runter. So, dann mal kurz hier umgucken. So, Ressourcen gibt hier jetzt nicht. Dann muss man jetzt hier hochlenken. So, dann mal hier hochkrabbeln. So, dann einfach mal hier runter gehen. Hier nochmal ein bisschen Ressourcen einsammeln. Hier ist wieder so eine Statue, wo man nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln kann. So, hier nochmal auch wieder ein bisschen was einsammeln. Hier ist jetzt wieder eine Tür, wenn man sich hier ranhängt, geht sie auf. Wenn man hier wieder runter geht, geht sie sofort zu. Aber die kann man umgehen, indem man einfach mal hier hochkrabbelt. Na, einen Fehler gemacht. Hier mal kurz so hoch. Ach. So. Hier mal kurz rüberhangeln und dann einfach hier, hier oben durch und schon hat man die Tür umgangen. Hunahan und Hunchevan. Diese Statuen sind riesig. Dieses Tor muss irgendwo hinführen. So, und hier, das öffne ich die Tür von der Seite hier und schließe hier noch gleich wieder. Dann springen wir mal hier so rüber. Und dann gucken wir mal, hier ist auch wieder was zum Einsammeln. So, und dann einfach hier runterspringen. Und dann ist man auch schon. Hier, wenn man auch den anderen Weg gegangen wäre, dann wäre man letztendlich auch hier gelandet. Dann wäre man auch letztendlich hier und dann. So, und jetzt geht das erstmal hier Ressourcen einsammeln. Und jetzt muss man hier. Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Was treibt diese Turbine wohl an? So. Und dann geht das hier jetzt hoch. So. Das war's. Gut. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. So, hier kann man noch mal ein bisschen was einsammeln. Hier unten ist auch noch mal was, da kann man auch noch mal hier kurz runterspringen. Story abgeschlossen, der Albtraum. So, dann kommt man hier wieder hoch. Da muss man aber wieder hier rumrennen. So, wenn man wieder hier oben ist, dann haben wir hier einen Pudding rum, soll ich jetzt schon beinahe hier hinspringen.
So, und dann hat man ja hier diese beiden Figuren, die schickt man einfach oder nur so nicht. Keine Ahnung, wie das nennen möchte. Oder wie man es genau lang fährt. So, und dann wartet man einfach für die beiden Spieler, die kommen jetzt hier hoch und dann gehen sie gleich wieder runter. Dort. So, und dann geht die Tür auf. Das ist außergewöhnlich. Warum sollten Huna Han und Hun Chevan so einen Ort bauen? Ja. Gute Frage. So, jetzt sind wir hier und wir müssen das drüber auf die andere Seite und das machen wir, indem wir jetzt mal kurz so hier rüber, jetzt hier rüber und jetzt hier runter und natürlich jetzt mal abwarten, bis wir hier wieder hochkommen, sonst werden wir wieder aufgespießt. So. So, geh mal kurz hier hin. Und jetzt schnell hier zurücklaufen, damit man nicht aufgespießt wird. So, wir müssen jetzt hier wieder zurück. Und jetzt hier wieder hoch. So, und jetzt können wir einfach mal hier so rüberrennen, den dicken Kugeln ausweichen. So. So, von hier aus jetzt einfach eine Seilrutsche hier rüber schießen, sag ich jetzt einfach mal. So, und dann hier rüber. So, und dann jetzt den Hebel hier benutzen. So. So, und jetzt warten, bis der wieder hochkommt, denn wir müssen da jetzt gleich wieder rüber. So. Und jetzt geht's hier hin. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, scheiße, was habe ich getan? Ja, der muss ja auch noch bewegt werden. Und zwar schnell, bevor ich aufgespießt werde. So, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich muss jetzt den ja noch vorher bewegen müssen. So, und jetzt hier rüber. So, und dann jetzt warten, bis der dann jetzt hier wieder hochkommt. So. Und jetzt hier rüber. So, einmal kurz abwarten. Gut. So, jetzt hier wieder runter, denn wir müssen ja wieder auf die andere Seite. So, haben wir hier rüber. Denn wir müssen ja jetzt... Einige der Schläge fehlen. Ja, das kommt gleich sofort. So, mal sehen, ob ich das jetzt schaffe, ohne aufgeschmissen zu werden. So, und jetzt... warum bewegt er sich da jetzt nicht? Ach, oh, habe ich aber Glück gehabt. So. Oh Mann, das ging ja gerade um. Der Schläge fehlen. Ja, der muss ja auch nochmal bewegt werden. So, aber jetzt. So, und jetzt bewegt er sich hier auch. Und das wollen wir. Jetzt müssen wir nämlich wieder zurück auf die andere Seite. Das können wir jetzt auch einfach hier jetzt machen. So.
So, wollen wir hier rüber krabbeln? So. Gehen wir hier rüber. Gehen wir hier rüber. Ach so. Und dann mal kurz abwarten, bis der jetzt hier wieder runterkommt. Jetzt wieder hochgeht. So, und jetzt. So, jetzt sind wir hier. So, und von hier aus jetzt einmal den hier jetzt nehmen. Und jetzt kommt es ein bisschen auf Geschwindigkeit an. Und zwar... Ja, das war jetzt doof. Schnell genug. So. Dann bleibt er jetzt hier fest. Und jetzt kann man hier rüber springen. So, jetzt warten wir mal einen Augenblick. So, und dann von hier rüber. Hier runter. Und jetzt hier. So, festmachen. Und jetzt mit D immer schön drehen, dann dreht sich der nämlich hier der Kran weiter. Den brauchen wir nämlich jetzt gleich. So, und jetzt so weit, bis es nichts, bis es nicht weitergeht. So. Und dann hier hoch. Und dann einfach hier so rüberspringen. So, jetzt kommt es hier aufs Timing drauf an. So. Mal sehen, was wir da haben. Geschafft. So, und jetzt muss man jetzt noch mal kurz hier ran. Der weiße Atem. Weißer Atem, so. Das ist jetzt hier Grab abgeschlossen. Heulende Affengötter. Ja, super, wunderbar. Okay, jetzt reden wir natürlich nochmal mit, wie heißt er jetzt nochmal hier? Ja, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier, der weiße Atem. Seltsam. Dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Uchu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. So, das war jetzt schon vom Q. Gut, das war jetzt Heulen der Affengötter der DLC. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder da. Dabei meine ich. Und vergesst keine Kommentare. Bis dann, bye bye.